Herzlich willkommen beim Bleib daheim Festival hier im Fabrikli Zbux. Bei mir ist die Formation Appenzeller Echo. Das ist der Josef an der Giga, der Walter am Kontrabass und der Benjamin am Hackbrett auf dieser Seite. Ja, wie erlebt ihr, gerade dir Benjamin, wie erlebt ihr den ganzen Lockdown mit den abgesagten Veranstaltungen im Volksmusikbereich? Ja, wir haben einfach, oftmals ist einmal alles dazu, sind alle Auftritte abgesagt worden und somit läuft dann auch in der Musik nicht mehr viel, außer dass man selber noch üben könnte. Und etwa im Internet hat es so Challenges gegeben, wo man mitgemacht hat, vielleicht noch zum Musik machen, aber sonst, ja, wie es weiterhin auch läuft, ist bis jetzt noch ein bisschen offen, ja. Ihr seid im Sommer, sind ihr ja sicher viel unterwegs. Sind jetzt die Veranstalter auf euch zugekommen, Josef, und haben gefunden, ja, jetzt machen wir alles nächstes Jahr mit euch, oder auch Sachen, die komplett abgesagt worden sind? Hat alles darunter, hat das, die abgesagt haben, weil man es nochmal wiederholen kann. Heidenfestival wird verschoben, aber weiss nicht, ob es uns dann auch geht, das nächste Jahr. Aber hat das, die einfach gesagt haben, ja, alles im Jahr, so Festival, wo man vielleicht dort spielen. Und gewisse haben jetzt schon im Herbst vielleicht einmal ein Datum gesucht und uns mitteilt. Aber ob es dann schon wieder geht, Ende, also nach dem August, oder, wissen wir nicht. Es könnte ja dann auch ein bisschen zu viel werden auf das Mal, oder nicht? Also was haben wir so im Jahr so für wie viele Auftritte, die wir spielen? Wir haben, also im Juli, Juli ist zum Beispiel auch Ferienzeit, da läuft nicht viel. August, September, Oktober sind dann auch unsere Hauptmonate, oder? Mhm. Und jetzt fragt natürlich niemand auch an, wir haben sonst, ja, innerhalb von, sagen wir, auf zwei Monate aus, wird einmal auch angefragt und da haben wir keine Anfragen jetzt. Aber ja, wir können schon einmal in der Woche vielleicht spielen. So. In dieser Ferienzeit natürlich nicht, im Januar, Februar schon. Fasnacht ist bei uns jetzt nicht so viel los. Mhm. Ja, Walter, wie wichtig ist euch eigentlich das, dass so die traditionellen Instrumente, die Trachten und alles, dass das weitergetragen wird, ja, von den Jungen? Ja, ist ganz etwas Wichtiges für uns. Also sicher für den Appenzeller ist es wichtig. Und gerade die Trachten, wir merken es mal, wenn man mit Auswärtigen schwätzt, sie wundern sich dann einmal, dass bei uns einfach auch die Jungen eben die Trachten anhaben und auch an Gen anlegen, mit Stolz anlegen. Und so natürlich auch das Musik machen. Wir mit den traditionellen Instrumenten, das lebt bei uns in Appenzell, lebt da schon. Und ja, man hat auch ein eine Verpflichtung auch zum Vormachen. Und dann machen jetzt die Jungen, machen jetzt noch bei uns. Mit da schon sagen, bei uns lebt schon. Also sehen ihr euch so ein bisschen als Mentoren auch, Benjamin? Mentoren nicht, also da machen ja viele andere auch. Und da ist die Tradition, dass also die Eltern schon vorgelebt haben oder wir vorfahren. Und da macht man einfach so weiter. Und wir pflegen es einfach auch so. Ich stelle mir vor, jetzt gerade Hackbrett ist ein relativ anspruchsvolles Instrument. Wie proben ihr jetzt momentan? Also ist jeder für sich daheim üben? Oder habt ihr jetzt einfach gefunden, ja, jetzt haben wir sowieso im Sommer keinen Auftritt, jetzt lassen wir es einmal einen Moment? Ja, also bei mir ist es in der Regel so, also ich habe es von mir schon, es ist sowieso Ende so, dass man dann wieder neue Sachen übt und dann auf selbst übt man. Und vor allem habe ich mehr Zeit im Winter zum Üben, weil ich einen Bauernbetrieb auch führe. Und im Sommer ist Spielpraxis, die mir eine Art das Üben bringt. Art, ja. Und ja, so läuft es. Als Außenstehender verbindet man eigentlich Appenzell mit zwei Sachen. Das eine ist der Käse und das andere ist der Witz. Ja, dass ihr alle relativ klein sind. Was ist so dein bester Appenzeller-Witz, Josef? Ja, beste gibt es nicht. Gibt so, ja, ich kann es ihm erzählen, wenn du willst. Ja, sehr gerne, ja. Es gibt ein paar. Also, ja. Ist einmal eine 18-jährige junge, hübsche Mädel gesehen und dann hat sie der Großmutter gefragt,
ob sie nicht mitkommen, geholfen, Stoffe kaufen, Stoffladen zu Appenzell. Dort mal noch Stoffladen Brüdesau am Platteneck. Großmutter hat auch Freude, dass sie überhaupt gefragt worden ist von der Enkelin. Und dann sind sie in den Laden gesteuert und kaum hat der Verkäufer die junge, hübsche Mädel gesehen, hat sie gerade ein bisschen verschaut. Bis sie vernarrt worden ist, Sinne, wo sie dann noch fragt, was der Stoff kostet und wo sie noch höhere Interesse hat, sagt der Verkäufer, ja, pro Meter ein Kuss. Na gut, sie nehmen hier 7 Meter von dem Stoff, hat sie gesagt, und er hat da flüssig eingepackt und übergeht das Päckchen mit einem dementsprechenden Mühle, dann mit die Jung ganz kurz. Oh, weißt du, heute zahlt aber Großmutter. Der Josef von dir. Ihr zwei sind Geschwister, ja. Habt ihr da so eine spezielle, also wenn ihr zusammen Musik macht, so eine spezielle Chemie, dass das irgendwie automatisch, wenn er etwas vormacht, dass es das automatisch zu dir rüber schwappt? Und ich glaube schon, dass man ähnlich denkt, dass man ähnliche Vorstellungen hat. Man kennt aber einander auch ein bisschen und hat beides natürlich, oder? Man ist auch sonst, man ist Götti, ich bin Götti wie im Bubfilm und da trifft man sich also auch privat und wir üben zusammen und gehen spielen. Also sind wir schon viel zusammen und wir sind jetzt 22 Jahre bald unterwegs, von dem her ist es recht gut gegangen bis jetzt. Aber es geht auch manchmal auseinandersetzen. Also würdest du sagen, es ist auf die einen Seite harmoniert es sehr gut zusammen, aber auch wenn es dann einmal Kreuz gibt, dann könnt ihr dann auch recht gegenseitig. Gut, das sind Typen, sind wir nicht, also, dass wir einander auf den Deckel gehen. Aber man merkt natürlich, wir kennen auch die Schwäche des anderen. Und dann entweder passt man ein bisschen auf oder schaut zu dem. Oder? Das ist wie in einer Ehe. Oh. Ja. Das klingt doch super. Ich sage danke vielmals. Es war mega interessant, mal in eine andere Kultur einzutauchen. Und obwohl sie eigentlich so nah ist, ist sie doch irgendwie ein bisschen fremd für mich. So. Ja, ich bin gespannt und hoffe, ihr könnt bald wieder irgendwo auftreten. Auch mit, freuen, vor ja. Leuten, ja. Das wär's schon gewesen. Danke vielmals vom Lockdown Festival. Bleib daheim hier im Fabrikli z'Buchs. Macht's gut. Danke.